Achso, lol. Ja, sowas kann man auch sehr leicht übersehen. Nee. Nee, da waren wir gerade. Da, dort und überall. Den Weg, den habe ich jetzt aber wirklich übersehen, ey. Hm. So, euch haben wir angesprochen. Anhol hieße es. Edel und weise waren sie im Leben. Können sie im Tod dem Zorn und der Eroberung verfallen sein? Der Fährmann ist gefallen. Ich bin gefallen. Üble Vorzeichen. Und wer besitzt den Willen zu widerstehen? Sie sprechen keine Urteile mehr. Ist das nicht böse? Sie überlassen uns der Qual. Kannst du diese Qual beenden? Kannst du die Richter finden? Können wir das? Können wir die Richter finden, ja? Achso. Mit Sicherheit. Hm, bestimmt. Gehen wir mal weiter hin lang. Das hier noch gibt. Und hier den Bundesmarkt hier. Oh ja, das ist gut. Das tut gut. Und oh, rotes Blutsee. Wasser. Ist ein Blutsee, ja. Ganz jam, schön jam, viel jam. Davon. So. Lecker Blut. Oh. Und einen See daraus gemacht. Ja, gehen wir erstmal hier lang. Hm. Bei diesen Frostdamen. Ah ja, und hier bei den Aasfresserinnen. Keres. Genannt. Irgendwie muss ich immer gehen, wenn man Titan Quest spielt. Das ist voll krass. Hm. Ja, weil das Spiel wahrscheinlich zu lange ist, oder? Nö, weiß nicht, keine Ahnung warum. Okay. Ist voll komisch immer. Das ist voll komische, seltsame Gegebenheit. Diese ja. Pyromantin. Wollen wir hier erstmal ein bisschen auf. Und einen so. Schattenstab. Einen Moment mal. Wir haben ja aber noch was. Achso, okay. Oh, krass. Jetzt nehme ich noch ein paar so jetzt. So, okay. Nee, hat sich schon geklärt. Gehen wir erstmal hier, so. Hm. Ach, jetzt sind ja auch wieder diese komischen Monster, die ich nicht aussprechen kann. Ja, du kannst sie besser aussprechen. Ja. Ach, schade. Mein Feuerzauber geht nicht über den Zaun. Schade. Hm. Okay. Ja, unsere so, Pets machen das schon. Zack. Geht voll. Na, jetzt Moment. Auch. So. Hm. Jetzt? Noch nicht? Nee, anscheinend noch nicht. Ja, aber. Jetzt aber. So, jetzt aber. Okay. So, hier noch ein bisschen. Oh ja, hier sind wieder diese komischen Trolle. Hm, was auch immer die dann sind. Eine Mischung aus, bestimmt. Ja, komisch sehen sie ja halt aus, ne? Hm, stimmt schon. So. Ah ja, und mehr von so. Euch. Boah, ey. Alter, boah, Schwede. Geht's hier ab, ey. So. Also hier lang. Oh, Entschuldigung. Gefängniszellen. Keiner drin ist. Doch, ist nichts drin. So. Die können wir schon mal befreien. Yay. Sind auf der anderen Seite noch welche? Nein. Gut. Nee, nicht so. Nur eine Höhle. Ja. Höhle des Flüsterns. Ist da ein komischer Spiegel drinne? Ein Spiegel ist hier, den wir brauchen. Seelenkäfig. Yay! Wir haben schon einige wieder befreit. Ja. Und du hast gerade eine Essenz gesammelt. Ja, ich glaube noch. Ja, ja, doch. Ich wüsste, wo das ist. Ah, hier unten. Essenz von Persephones Tränen. Persephone, die Lieblingstochter der Erdgöttin der was Demeter, wurde zu einer Hochzeit mit Hades gezwungen. Sie teilt sich mit ihm jetzt die Herrschaft über die Unterwelt. Doch das bereitet ihr nur Kummer. Kann alle Juwelen verzaubern. Und 15% weniger Schaden durch Untote. Jupp. Juppidu. Juppidubi.
So. Ah ja. Die flüstern hier aber gar nichts. Ich dachte hier in der Höhe, das Flüstern, es wird über was geflüstert. Wie der Name schon sagt, aber... Nee, leider nicht. Weil es hier nämlich den Spiegel gibt, den Egoman-Spiegel oder wie der hieß. Oh Mann, ey. Einfachste Truhe, mit einfachsten Mitteln. Dankeschön. Jo. Gibt's dir sonst noch irgendwas? Hier oben vielleicht noch. Nämlich den Spinnen. Albino. Albino-Spinnen. Wow. Geil. Siehst du hier auch diesen komischen Strahl? Das war von dir gerade, ne? Ja. Hast du den gemacht? Nee. Die Spinne. Nee. Okay. Geil. Ist ja was. Geil. Spinnen, die halt Elektrizität abfeuern. Finde ich cool. Ist mal was anderes. Ja. Königin Spinne. Albino. Endlich mal wieder neue Gegner. Albino. Ja. Gibt's hier noch irgendwas? Ja, doch. Was denn? Noch mehr Spinnen? Deine Lieblingstieren? Ja, ja, sind sie auch schon mittlerweile. Ach ja. So. Hier oben jetzt noch. Ja, da oben ist was. Ah ja, ein Boss. Geblasene Spinnhöldin. Ist nämlich voll aufgeblasen. Hier hat jemand aufgeblasen. Ja. Wurde die selbst aufgeblasen geworden? Warte mal. Oh Gott, jetzt haben wir aber einiges... Ja, okay. Können wir ja auf dem Rückweg aufdecken. Weil sie nämlich 50 mal größer ist als die normale Spinne hier. Die Königin. Gucken wir mal, wie groß sie ist. Ich sag 50 mal größer, mindestens. Gucken wir mal. Kleine Linie. Naja, die Königin an sich ist ja so groß. Naja, gucken wir mal, wie groß sie sein wird. Die Spinnenimperatorin. So. Blub, blub. Oh. Bitte. Ja. Ja, nee, doch. Ja, doch, die ist etwas größer. Ja, doch, hast recht. Zack. Ja. So, und das war die dämonisch anmutende Truhe. Und da ist der Spiegel. Können wir uns jetzt drin sehen? Ich will mal gucken, können wir uns drin sehen jetzt? Ein verzierter goldener Spiegel, den du vorliest. Also, ja, okay. Ein verzierter vergoldener Spiegel. Es ist seltsam. Manchmal scheint er ein richtiger Spiegel zu sein und manchmal scheint er Bilder von anderen Orten zu zeigen. Das ist ja Wahnsinn. Ja. Krass. Krasser Mist. Boah, ey. So, und den Spiegel müssen wir, glaube ich, wieder zurückbringen. Ja. Ja. Aber machen wir gleich erst. Wir decken erstmal hier die Hülle nochmal komplett auf. Das geht ja ratzfatz. Ratzeputze. Genau. Fix. F-I-X. Satz mit X. War wohl nix. War wohl nix. So, oben haben wir jetzt alles. Ja, gut. Dann müssen wir nur unten noch ein bisschen was aufdecken und dann haben wir schon die Hülle aufgedeckt. Cool. Ja. Strahl. Ja, der bleibt wohl noch da. Oh, wow, jo. Humanistischer Pakt. Hallo. So, Alter. Diese Bärsager immer, ey. Krasser Wahnsinn. So. Ist bei dir noch das Hitzeschild aktiv? Ja. Ja, gut. Ja. Bei allen vier noch. Sehr gut. Ja, da können wir eigentlich...
erstmal zurückgehen. Ja. Moment, Moment. Und zwar... Ja. Aktiviere ich das mal kurz. Okay, cool. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt der Spiegel ist oder ob wir noch einen Spiegel finden müssen. Das weiß ich jetzt nicht mehr auswendig. Okay, okay, rein halt. Wo waren die jetzt? Ah ja, hier oben. Doch, 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 doch. Das war richtig, dass wir das jetzt aktiviert haben. Oben. So. Oben? Ja. Bitteschön. Oben. Wo denn oben? Hier. Psyches Spiegel. Vielen Dank. Lass mich sehen. Er ist in Gefangenschaft. Erato hat ihn in eine dunkle Grube geworfen, die von Zyklopen und anderen üblen Kreaturen bewacht wird. Bitte, rette Orpheus. Mit der Kraft dieses Spiegels werde ich ein Portal öffnen, das direkt zu ihm führt. Doch dort dauert es. Na super. Bitte, bring ihn zu mir zurück. Okay. Zyklopen. Super. Geil. Mal wieder. Kleine, felsige Höhle. Ist nur ganz klein. Und da oben sind garantiert schon die Zyklopen, ne? Jawohl. Ach, mach kein Mist. Ah, und die brüllen garantiert wieder. Ich stelle mich schon mal drauf ein, dass sie auch wieder brüllen. Zwei, ne? Ja, die brüllen wieder. Jetzt sind es Dreier. Jetzt sind es Dreier geworden. Mhm. Und jetzt ist es nur einer. Bleib doch mal stehen, Zyklop. Achso, das ist deiner. Achso. Ach, Mann, musst du mich so verarschen, Toni? Oh, immer gerne. Mann, ey. Hier habe ich zwei Pets. Keine... Warte. Oh, der ist, ist umgefallen. Oh, es hat schlapp gemacht. Einfach so. Schade. Komisch. Führe mich, tapferer Krieger. Führe mich, tapferer Krieger. Machen wir. So, da wahrscheinlich wieder zur... Freundin oder Gelobten wieder zurückbringen. Element Lehre und Element Schild, okay. Und dann müssten wir eigentlich die Nebenaufgabe auch schon fertig haben. Gucken wir mal. Das ist ja geil. So, ich warte kurz auf dich. Nee? Ja, nein, doch. Ja, nein, doch. Ich wollte noch hier auf den Kollegen hier. Hier so. Kann ich meinen Augen trauen? Ja, kannst du. Kannst du. Als ich scheiterte, meine Liebe zurück zur Welt des Lichts zu bringen, wanderte ich auf der Erde umher und sang Klagelieder. Alle, die meine Lieder hörten, weinten. Ich suchte die Abgeschiedenheit und schlug mein Lager am Fuße des Helikons auf, um dem Himmel meine Trauer... Schriftrolle des Elementschilds. Fantastisch. Die Musen meine Lieder hören, und als sie sie nicht länger ertrugen, schickten sie Erato, um mir Trost zu spenden. Ich wollte aber keine andere Frau als Eurydike, nicht einmal die Göttin der Liebesdichtung. Und das sagte ich ihr. Sie hat nicht gerade freundlich reagiert. Ja, kann ich mir vorstellen. Schriftrolle der Verwundbarkeit habe ich auch. Orpheus, komm zu mir, Liebling. Gemeinsam werden wir allen um uns zeigen, dass die Macht der Liebe stärker ist als jede Waffenmacht. Freundlicher und sanfter Held. Danke, dass du ihn mir zurückgegeben hast. Jo, cool. Schriftrolle der Verwundbarkeit. Erzeugt ein Energieschild, das die Verteidigung des Feindes schwächt und der daran gefangen ist. Warte mal, was kann denn die Schriftrolle des Elementschildes? Und umgibt den Anwender mit einem mystischen Schild, der Schaden von allen Elementangriffen absorbiert. Das ist halt schon mal das Schild, das was dann so funkelt. Ach so, okay. Ah ja, ach, das war das. Okay, gut. Ja. So. Und jetzt, stellen wir uns einfach mal hier so zu dem Portal hier hin, oder? Ja. Und, Dankeschön. Ja, dann machen wir... Diesen geilen Schild hast du jetzt genommen. Zwar nämlich noch so ein extra Effekt jetzt hier zum Abschluss. Ja. Geile Sache. Dann machen wir natürlich bei der nächsten Folge wieder weiter. Ja, bei der nächsten Session. Die beim nächsten Mal. Bälde irgendwann mal folgt, denke ich mal. Ja. Und dann pulsierst du jetzt noch so ein bisschen, wo du hin. Ja, das mache ich. Dankeschön für euer Zusehen. Hoffen wir doch mal, dass es euch wieder gefallen hat. Ja. Diesen... das war klar. So. Geil. Und dann wird der Gewächs hier jetzt neben uns stehen.
So. Weil ich es nämlich sehr gut finde. Und wie immer so eine lange Verabschiedung haben immer. Das ist ja schon das Markenzeichen so geworden. Verabschiedung. Das ist das typische Markenzeichen bei uns beiden. Geht so, ne? Ja. Also macht's mal gut ihr und wir sehen uns dann gleich wieder im nächsten Part, wenn du den dann schaust. Ja, also bis zum nächsten Mal. Ciao. Mach's gut, ne? Tschüss.